Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Und ich konnte jetzt 2 Tage nicht mehr aufnehmen, weil das Modpack nicht geladen hat. Das lag irgendwie am Launcher, da konnte ich wirklich nichts machen. Und heute Morgen ging es plötzlich wieder und ladete auch relativ schnell. Oh, und Sichlo, und was ist das? Ein Kangama. Die sind leider hochlevelig. wir müssen mal heilen. Das Piplup ist feindet. Es ist das falsch herum. Es ist noch ein bisschen am Backen. Es ist klar, dass ich nicht die neueste Version habe von Pixelmon, weil die 1.8 ist und die Mods nicht auf 1.8 funktionieren. Aber ja, es ist nicht viel passiert in 1.8, nur die Umstellung. So, ich möchte gern hier einen Garten machen oder so. Und dafür sollten wir schon eine Schaufel machen. Und eine Spitzhacke. Der Garten einfach so. Ja, okay, wir bräuchten jetzt nicht unbedingt, aber weil das Authentische auch noch hier sein muss, machen wir mal das. Und trainieren das Piplup nebenbei dann noch. Ich muss schauen, wo es dann die Pokémon gibt, die wir angreifen können. Irgendwo sind sicher noch die Fukanos, die uns hoffentlich nicht mehr töten. Das wäre nämlich nicht gut. So, machen wir mal den Erdfleck hier weg. Dann haben wir einen schönen Garten neben unserem Pokémon-Center. Ich muss dann schauen, wie das mit dem Custom NPC Mod geht. Wir brauchen einen Stab. Den müssen wir irgendwie craften. Und dann machen wir eine Schwester Joy da rein. Dann ist das ihr Haus und wir haben dann ein anderes Haus irgendwo anders. Mal schauen. Eimer haben wir auch noch nicht. Muss ich kurz machen. So, dann können wir hier weiter. Ist auch ein bisschen schlecht. So. Magikarp. Ja, hier ist natürlich nichts drin. Nein. Einen Eimer, bitte. So. Und wo haben wir Wasser? Da unten. Ah, schön. Direkt vor der Haustür Wasser. Ja, okay. Es ist gut. Oh, Mann, ich mag keine so viele Tiere. 1, 2, 3, 4. Machen wir das hier. So. Und dann schön Weizenfeld. Für die Tiere und so. Muss ich schauen, ich habe die Tiere angemacht. Haben wir auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die an sind. Oder ob sie irgendwie buggen. Oder einfach nicht gespawnt werden hier. Sonst müssen wir die nachspawnen. Das ist etwas, das ich nicht so gerne mag. So, was wollen wir? Also eben Seeds, Reis, Korn, Pineapples können wir nehmen. Karotten für die Schweine. Spargeln. Sucker Canes kann ich dann irgendwo anders anpflanzen. Kiwis nicht so gut. Barley kann ich noch anpflanzen. So. Ah, die anderen sind, ja, von Pixelmon, die kann man nicht anpflanzen. So, jetzt tue ich hier mal ein paar anpflanzen. Zuerst mal die Weizensachen. Und zwar, was? Familiar bis disabled. Was war das, wenn? Was ist das Familiar? Das sind doch die die Pets, also die man mitnehmen kann. Weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Müssen wir dann umschalten.
So, dann haben wir einen schönen Garten. Ist er nicht. Ein paar Grafikfehler haben wir hier. Aber das ist leider wegen Optifine. Das ist leider so. Okay, du, das ist nicht gut, Riolo, wenn du da alles kaputt trampelst. Ach, ich mag solche KI nicht. Die müssen die ganze Zeit herumhüpfen und machen dann die Fäder kaputt. So, also, dann tun wir jetzt mal ein bisschen Holz fällen. Wir haben auch keine Axt. Ja, okay, eine Holzaxt haben wir. Ah, da ist der Tree Captor Mod drin, das ist sehr schön. So. Und hier auch. Ja. Ich weiß, dass du irgendwie komisch. Was ist es? Nidorino, wahrscheinlich. So etwas hat es getönt. Jetzt kann ich wieder den Sound ein bisschen höher machen. Ich weiß nicht, wie es das letzte Mal so leise, so laut war. So. Dann muss ich. Ja, setze ich mal die Bäume. Da dran machen. Oh, gut. Kohle zusammen machen. So, und zwar machen wir dann halt aus Stein eine neue Axt. So. Eimer füllen. Bisschen hier gleichmäßig machen, Sand abbauen nebenbei. Dann können wir nämlich hier auch Ding anpflanzen. So, ich mache das mal so. Und dann hier auch noch einen Weg. So. Dann können wir hier schön Sugarcanes anpflanzen. Sieht dann schön asiatisch aus. So, ja, wir haben alles. Gut, dann Bäume setzen. Dann haben wir hier einen. Betrieb meinen. Da ist ein Vulpix. So, und dann haben wir noch Oak-Setzling. So. Boah, Nido Queen. 18, das ist zu hoch. 16, 12. Wir brauchen etwas für Level 16. Das ist immer am schwersten. Level 16. Level 11, Level 7. Ah. Es backt sogar in den Bäumen. Hallo? Nein. Jetzt. Pfund. Ja, Roar. Ich weiß es. Kann man das nicht ausstellen, dass die fliehen können? Ja, jetzt wieder viel Leben. Okay, der killt uns noch. Von mir aus, dann fließt er halt die ganze Zeit. Ach je, oh je. Hau ab. Du nervst. Du hast es nicht ganz verstanden. Wir gehen mal in eine Höhle rein. Mit unserer Kampfaxt. Da haben wir Eisen. Sehr schön. Da auch. Üh, so viel Eisen. Nett, nett, nett. Sehr nett. Ja, oh. Das Bauxit, deshalb geht es so lang.
Es gibt scheinbar neue Ores, aber ich weiß nicht, ob es in dieser Version die Ores gibt oder in der nächsten Version. Aber ich werde es danach mal wechseln. Schade, dass die nicht auf 1.710 gibt. Also die sind nur dann noch für 1.8, glaube ich. Und das ist mega schade. Wieso müssen die immer aktuell sein? Oder wieso müssen die anderen Mods immer nicht aktuell sein? Ich verstehe Minecraft-Community manchmal nicht. Vor allem die Modder nicht. Entweder sie sollen es machen oder sie sollen es nicht machen. Aber dann alle Mods, also die ich gerne hätte, die ich auch hier dabei habe. Sonst ist es recht langweilig, das Spiel. Aha, Graveler. Wie heißt es auf Deutsch? Georock. Ja, Georock. Hier heißt er einfach nur Kieselstein, Graveler, Kieselsteinmacher oder was. So, sorry, dass es so dunkel gerade ist. Ich kann mal Licht machen, aber wir haben wenig Fackeln. Müssen da noch machen. So, was ist denn das? Salz. Könnten wir mal machen, können wir Speisen daraus machen. Die Speisen würzen. So. So, haben wir hier. Hallo. Kein Erz. Bauxit hätten wir hier wieder. Sehr schön. Wie viel Bauxit haben wir hier? Noch mehr. Oh, das ist ein großer Felsbrocken. Erzbrocken. Nicht schlecht. So, hier hätten wir noch eine Höhle. Gehen wir noch tiefer. Da wird es lohnenswerter sein. Da habe ich mal eine Markierung gemacht. Hier hätten wir noch ein Erz, das ist Gold, okay. Sehr schön. Noch tiefer. Ja, hier unten ist nichts. Jetzt geht es leider wieder nach oben. Ich mache mal das Licht ein bisschen mehr, dann seht ihr auch etwas, ohne dass ich Fackeln machen muss. So, machen wir auf Bright. Mehr geht es leider nicht. Wir könnten jetzt wieder Fackeln machen, dann kann ich ein bisschen besser ausleuchten. So, und die Musik kommt wieder, klingelt. Was wollte ich machen? Fackeln, genau. So. Gut. Ah, hier ist die Sackgasse. Wir könnten aber hier mal durchgehen, da wird sicher irgendwo ein Eingang noch sein. Ich finde die Musik noch recht gut von Pixelmon. Ein anderer Mod hat zum Beispiel keine neue Musik oder nur schlechte neue Musik. Ja, es geht schon weiter, aber nur noch bis hier. Ja, cool. Lass ich es sein. Wir können ja rennen, weil wir keinen Hunger bekommen. Das ist auch schön. Minecraft spielen, ohne Hunger zu bekommen. Schön spannend. So, dann gehen wir hier. Haben noch mehr Bauxit. Sehr schön, das Bauxit brauchen wir für ein paar Sachen. Aber eher Minderqualität, qualitative Sachen, weil Eisen besser ist, zum Beispiel für einen Hammer. Sollten wir einen Eisenhammer machen und nicht den Bauxithammer, sonst müssen wir elendig lange abbauen. Ja, Pokebälle. So. Noch mehr Eisen. Das ist eine schöne Höhle.
Oh, es hat gerade kurz geleckt. Das ist leider im Pixelmon-Mod so, dass sein kann, dass es manchmal ein bisschen leckt. Weil der Mod ist schon recht groß. Und Leistung tut ja aber sehr befordert manchmal. Gut. Das möchte ich jetzt nicht. Wassergießens, dann haben wir überall Koppel. Ich will aber hier runter. Wow, haben wir viel Eisen und Bauxit. Komm, ah, bitte. Langweilig. Ein Pilz. Und das war's. Das bin ich jetzt hier runter und habe auf die Lava gewartet. Na toll. Feuersteinschart. Sehr schön. Noch mehr Eisen. Jetzt sind wir wieder hier oben, okay. Hier könnten wir ein bisschen Diorit abbauen. Müssen wir das haben? Nein, wir sparen die Spitzhacke noch auf. Lieber hier das Bauxit-Ohr. Ja! Dankeschön für die vielen Aufrufe. Also der erste Part hat jetzt schon richtig viele Aufrufe für meinen Kanal. Und ich hoffe, es wird ein Top-Projekt und auch ein langes Projekt. Also ich bin dafür, dass wir das sehr lange machen. Weil es auch eines meiner Lieblingsmods ist für Minecraft. Und weil es eine kleine Community hat. Also ich habe schon mehrmals Pixelmon Let's Played und immer hat es eine recht geile Community nebenbei gehabt. Die auch mit mir was geschrieben worden. Ich habe sogar mal einen Server aufgemacht. Da muss ich schauen, wenn ich mal wieder einen Server aufmache. Also wenn wirklich das Projekt sehr gut ankommt, werde ich ein Ding machen. Einen Server wieder. Der halt auch Deutsch ist. Eventuell auch Englisch international oder so. Aber ich brauche einfach dann noch ein paar Mods und ein paar ja, die halt einfach auf den Server aufpassen, ihn leiten als Admins sozusagen. Jo, ich würde mich richtig freuen. Gut, Obsidian nützt uns nichts noch. Wir können es nicht abbauen. Ja, hier geht's runter. Jetzt sind wir auf 12 schon. Okay, Gold. Das ist Redstone. Okay, dunkles Redstone. So. Hier auch. Sehr schön. Noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Aber anstelle nach oben. Okay, es geht noch ein bisschen weiter, aber ich möchte nicht nach oben kommen. Ich möchte zurückgehen. Da habt ihr ja einen großen Raum gesehen. Den möchte ich noch ein bisschen erkunden. Ja, und dann gehen wir wieder nach oben. Planen dann schon mal die dritte Folge. Ja, schade, ist leider auch nicht so viel hier los. Ab der Lavafluss. Geht weiter. Also im Feuerstein kann man irgendwas machen. Ich weiß jetzt, ich glaube Evoli kann man zu Flamara machen. Vulcano zu Akani. Ja, das gibt richtig viele, die wir machen könnten. Sehr schön. Ein bisschen Eisen mitnehmen.
Jetzt haben wir schon ein Stack dann, oder? Ja, wir haben mehr als ein Stack, sehr schön. Ah, okay, dann ist es fertig. Ja, man kann nicht teleportieren. Schade. Und wenn man hier. Doch, man kann teleportieren. Sehr schön. Dann machen wir nämlich hier. In welche Richtung? In diese Richtung, glaube ich. Azure Bluet kenne ich nicht. Ja, genau, dort ist das Poké Center schon. Wir haben 11 Leben. Gibt es hier ein schwaches Pokémon, wo ich leveln kann? Was? Mew? Ah, nein, Mew. Mew. Ich dachte schon, ein Mew wäre hier. Hier gäbe es Marble. So. Arbok. Arbok hat zum Beispiel den innovativsten Namen einfach Cobra umgetauscht, also von hinten nach vorne. Ein Nidorino. Goldinis. Nidorino. Level 3. Ah, Nidoran, männlich. Okay. Hallo? Bist du verbuggt? So, jetzt. Ich knall dich eins in die Fresse, Mann. So, Level 7. Jetzt müssen wir langsam Pokébälle herstellen. Ich wollte so ein Nidorino männlich auch fangen, aber wir haben keine Pokémon-Bälle. Gehen wir ein bisschen erkunden in der nächsten Folge. Machen dann auch Zäune. Ja, das können wir jetzt noch machen. Ich wollte schon hier reingehen. Wir könnten das mal löschen. Das ist ein Nidorin weiblich, Level 9, aber so winzig. Was wollen wir da mitnehmen? Das ist Quarzblock. Eigentlich wäre Quarz nicht schlecht. Wir nehmen es mit. Lampen. Das Obsidian könnten wir hier farmen dann. Das ist Marble. Marble könnten wir auch mitnehmen. Da haben wir schon im Inventar. So, aber jetzt gehen wir nach Hause. Weil wir noch die Dinge machen wollen. Die Zäune. Sichlor, was für ein Level 31? Okay. Wie geht's dem Feld? Geht's dem Feld gut? Ja, es war niemand hier und hat es zertrampelt. So, ich möchte heilen. Dann hier das Bauxit zuerst, mal die Hälfte. So. Dann machen wir aus dem hier die Zäune. So. Ja, noch mehr Zäune. So, dann machen wir noch Sound. Ja, nein, die brauchen wir nicht. Also, so, dass die Pokémons nicht rein können. Ja, einen lassen wir hier. Oh nein, wir lassen es nicht. Wir brauchen nicht so einen großen Garten. Hier rüber will ich noch einen Garten machen. Bis hierhin. So, wir brauchen noch mehr. Das können wir noch machen, ja. So. Dafür brauche ich noch Holz, aber müssen wir noch fällen.
es runter. Oh, ein Igala war. Schön. Schade, dass die Namen nicht auf Deutsch sind. Aber die Entwickler streiken so ein bisschen auf deutsche Lokalisierung. Bisschen schade. So, sieht doch viel schöner aus, so als mit einem Lavafluss in der Mitte. Wie beim anderen Pokésender. So. Machen wir hier nochmals 18 Stück, sehr schön. Und dieses Geräusch, das nervt mich schon ein bisschen. So, jetzt kommen die Dinger auch nicht hier hin. Gut. Setzlingssack kennst du? Nein. Ich muss noch die anderen holen. Die. Bambusch, nein, Parnip, Zucchini, Kokumper, Cantaloupe, Spargel. So, dann haben wir einen schönen Garten, auch wenn er nicht viel bringt. So, Reis ist hier. Was machen wir hier? Und die anderen machen wir da drüben. Die hier. So. Sehr gut. Ja. Wir brauchen mehr Öfen. Sehr schön. Voll die Stereoanlage. So. Eisenerz hier brennen. Was haben wir noch? Goldohr. Bauxit. Sehr schön. Aha. Falsch reingetan. So. Das haben wir auch. Dann muss ich ein bisschen Eisen haben für eine neue Spitzhacke. So. Spitzhacke. Wir haben ganz viele Sticks. So. Das rein. So. Ein Ho kann rein. Noch ein Stick. So. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Bades. Der nächste kommt sogleich. Tschüssi! Tschüss, Leute.